Willkommen, meine laktosenintolerante Zuschauer. Mein Name ist Abram Okult. Der Afrikaner Mutsi Abako wird derzeit mit einem Haftbefehl gesucht, die angeblich alleinige Schuld daran trägt, eine Jacke. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Jacke. Seine afrikanische Familie aus Simbabwe behauptete, dass eine Jacke von dem Geist eines Mordopfers besessen sei. Sie soll nicht nur ihr Leben völlig ruiniert haben, sondern zudem für eine erhebliche Anzahl von Todesfällen verantwortlich sein. Aber bevor wir mit eurem gewünschten mysteriösen Video weitermachen, jetzt habt ihr die Chance, das nächste Thema auszuwählen. Einfach auf die Infoblase klicken. Diesen Artikel habe ich durch diese Zuschauerin entdeckt. Erstellt wurde er von Fernando Calvo. Wir fangen an. Laut einem lokalen Medienbericht begann die seltsame Geschichte um das verfluchte Kleidungsstück mit einem Mann namens Mutsi Abako, der in den späten 90er Jahren jemand getötet hatte. Anschließend soll er von dem Geist seines Opfers terrorisiert worden sein und deswegen versucht haben, diese Qual ein Ende zu bereiten, indem er schwarze Magie einsetzte und dazu eine Jacke für die Zeremonie benutzte, in der er den Geist gefangen halten wollte. Angeblich habe sein Ritual tatsächlich funktioniert und der Geist seines Mordopfers blieb in der Jacke stecken, die Mutsi Abako anschließend seiner ahnungsloser Schwester gab, die es ihren Mann schenken sollte. Dieses Geschenk erwies sich jedoch von Anfang an als ziemlich unheilbringend. Da der Ehemann bereits kurz nach Erhalt der Jacke unter seltsamen Umständen ums Leben kam, dieses unwesentlich verfluchte Kleidungsstück wurde im Laufe der nächsten zwei Jahrzehnten immer wieder innerhalb der Familie weitergereicht, was zur Folge hatte, dass immer mehr Familienmitglieder auf mysteriöse Weise starben und die Zahl auf 20 anstieg. Die angeblich dämonischen Eigenschaften der Jacke kamen erst kürzlich ans Licht, als ein Kind aus der Familie von ihrem verstorbenen Großvater besessen wurde, der das erste Opfer des Fluches geworden war. Der Geist enthüllte dann die bizarre Hintergrundgeschichte der Jacke, was die Familie dazu veranlasste, einen Medizinmann aufzusuchen, der ihnen dabei hilft, den bösen Zauber ein für allemal zu beenden. Der Schamane bestätigte die zuvor vom Geist erhaltenen Botschaft und ermahnte Mutsi Abako, dass er die Jacke zerstören müsse, die mittlerweile insgesamt 20 Todesfälle verursacht hat. Doch Mutsi Abako, der wahrscheinlich nur an seine eigene Sicherheit bedacht ist, verschwand daraufhin, ohne die Anweisung des Medizinmannes zu befolgen, da die Familie davon ausgeht, dass der verfluchten Jacke noch weitere Menschenleben zu Opfer fallen werden, wandten sie sich an die örtlichen Behörden, die umgehend einen Haftbefehl gegen Mutsi Abako erließen, damit er sich für das Chaos, das er angerichtet hatte, verantwortet. Am Ende dieser wahren, skurrilen und mysteriösen Geschichte würde ich mich über eine Bewertung freuen. Für jeden Neuankömmling steht ein Abonnier-Button bereit. Das war's, euer Abram Okult.